Culture Berlin Shopping Guide. Weiter geht's. Herzlich willkommen zum zweiten Mal, Nico Heimer. Gute. Ich habe gerade versucht, in die Kamera zu gucken, in die andere. Ich habe es wirklich versucht bei der Anmoderation. Man hat es kurz gesehen. Wenn ihr genau hingeschaut habt, ich habe nach oben geguckt. Was geht ab? Was geht ab? Es sind die grünen Wochen, kann man sagen. Also wir haben ja getüftelt. Worauf haben wir Bock, haben wir gefragt. Ja. Was wollen wir machen? Haben erst so geguckt, was geht in so einem Ausland ab und uns den einen oder anderen Großclub angeschaut, aber beide gedacht, nee. Wir haben eigentlich mehr Bock auf Bundesliga. Ja. Und da gibt es dann auch einen Verein, der ein bisschen was zu tun hat. Und dieser Verein ist für die heutige Episode Werder Bremen, die von sich aus gesagt haben, wir hätten gerne sowohl einen neuen Sechser als auch einen neuen linken Flügelverteidiger. So ist es. Und weil das ein bisschen zu langweilig wäre, haben wir uns eine Welt ersponnen, in der Werder Bremen, was ja auch durchaus noch passieren könnte, Niklas Füllkrug verkauft hat und auch diesen Spieler ersetzen muss. Ja. Und genau dieses Bild von einem möglichen Werder ohne Füllkrug, das möchten wir hier heute zeichnen. So ist es. Ja, bei Werder Bremen, es ist ja ein bisschen was schon passiert in dieser Transferperiode. Ne? Also allen voran, Naby Keita hat sich schon angeschlossen. Aber ist natürlich kein Spieler, der die schon inzwischen ja seit 2 Jahren offene Sechserposition bei Werder Bremen decken könnte. Das ist eher einer der beiden Dynamos im Zentrum. Und ob er überhaupt irgendeine Position decken kann, müssen wir rausfinden. Du hast passenderweise auf deinen Keita schon mal ein kleines Kreuz gemalt. Das ist aktuell angeschlagen, leider. Ich kündige nur an, Vamos Naby Keita. Ja, das ist also unser Ziel. Wir haben uns also für Linksverteidiger einen defensiven Mittelfeldspieler und einen Stürmer jeweils entschieden. Und das Ganze haben wir in einem Budget von 15 Millionen Euro. Ja. Bewegen wir uns. Und ich kann schon sagen, ich glaube, ich muss es nicht ganz ausschöpfen. Ich habe ein bisschen drüber gegangen. Ich sag mal so, ich habe mich in der Preiskalkulierung optimistisch verhalten, ja, um am Ende ungefähr oder ziemlich genau bei den 15 Millionen rauszukommen, dass es so aufgeht. Es könnte vielleicht ein Hauchzart mehr sein. Ich finde es auch ganz schwer einzuschätzen, was Werder dann reinvestieren könnte, wenn Füllkrug geht. Ja. Vor allem hängt ja auch davon ab, für wie viel er geht. Fakt ist, sie haben in der abgelaufenen Saison oder letztes Jahr Jens Day damals geholt für 4 Millionen Euro, was ja auch nicht wenig war. Mhm. Der Rest sonst kam, glaube ich, ablösefrei. Und wenn man Füllkrug verkauft, glaube ich, müsste schon ein bisschen eine Budgettür aufgehen, eine kleine zumindest. Ah, mit Sicherheit. Also das ist ja auch, sonst gibt es keinen Grund, den Mann zu verkaufen. Also wenn man damit nur Löcher stopfen muss finanziell, das glaube ich nicht. Wird es für dich von da nach da nach da auch spannender? Also für mich, ich bin am unzufriedensten mit meinem Sechser. Okay, ich bin da am zufriedensten. Ja. Nee, also ich bin, also links ist meine Not. Ja, ich bin links ganz zufrieden, aber es ist trotzdem so ein bisschen auch ein, ich sag mal, ein Shot in the Dark, ein klein wenig. Ne? Und ich bin auch mit dem Stürmer zufrieden, aber ich glaube, dass die Werder-Fans mit dem nicht zufrieden sein. Ja. Das hat die Frage nicht beantwortet, wo wir anfangen wollen. Ich würde sagen Linksverteidiger. Oder? Okay, machen wir gerne. Soll ich? Kannst du machen, ja. Okay. Dann lass mich anfangen. Wonach habe ich geschaut? Also Werder Bremen in der abgelaufenen Saison, wenn man auf die beiden Flügelverteidiger geschaut hat, war die Aufgabenverteilung relativ klar. Mitchell Weiser war derjenige, der deutlich mehr Offensiv-Output gebracht hat. Anthony Jung sollte von links natürlich auch offensiv mitgearbeitet, aber sollte von links vor allem auch stabilisieren auf links. Und deshalb war so mein Anforderungsprofil für den Flügelverteidiger auf links, dass ich jemanden haben will, der eben A, defensiv Stabilität geben kann, aber mehr offensiven Output hat als Anthony Jung. Und deshalb war für mich relativ klar, dass ich nach einem Spieler suche, der einen großen Teil seiner Karriere als klassischer Linksverteidiger verbracht hat. Und habe da auch jemanden gefunden, der die allermeiste Zeit als Linksverteidiger gespielt hat und der jetzt in den letzten 3 Jahren die Wingback-Transformation durchgemacht hat. Ja. Er gilt als einer der Lieblingsschüler von Thomas Letsch. Und daher könnte es jetzt schon klingeln, so in welche Richtung es da gehen könnte. Wingback Thomas Letsch. Genau. Diese Wingback-Position spielt er jetzt in den letzten 3 Jahren, zwischen 100 Einsätze gemacht und 10 Tore, 15 Assists von der Position. Finde ich sehr, sehr ordentlich. In der Eredivise größtenteils. Ah, jetzt habe ich ihn. Ja, ist ein absoluter Big-Game-Player, das muss man so sagen. Das war er schon, als er in Deutschland noch war, kleiner Hinweis. Hat für Arnheim in Arnheim? Vitesse Arnheim, ja. Ich habe es ja extra aufgeschrieben. In den letzten Jahren gegen Rennes, Tottenham, Roma und Anderlecht getroffen. Er spielt in der Eredivise, es ist ein Deutscher und ich spreche von Maximilian Wittek. Maximilian Wittek, ein ehemaliger Fürther, der diese Saison auch beim VfL Bochum in der Gerüchteküche auftaucht, das liegt sicherlich auch an der Connection zu Letsch, ist ein Spieler, der seit er in die Eredivise gegangen ist, oder seit er Wingback spielt in den letzten beiden Jahren, immer über 10 Scorer aufgelegt hat. In der abgelaufenen Saison 7 Assists, in der davor 6, ist ein Spieler, der eine Führungspersönlichkeit ist. Das ist Vizekapitän geworden bei Ihnen in der abgelaufenen Saison und ist ein Spieler, der durch Tempo,
Flankenqualität überzeugt, der für seine Position eine gute körperliche Robustheit hat, der aber, und das fand ich ganz interessant, in der Entdeckung seiner offensiven Qualitäten gerade in der letzten Saison defensiv am Stellungsspiel manchmal ein bisschen hat hapern lassen. Stand zu hoch, nicht konsequent genug mit nach hinten gearbeitet. Hatte aber in der Vergangenheit alles schon gezeigt. Für mich ein Spieler, der auch alterstechnisch jetzt einen Schritt machen sollte, wenn er nochmal einen machen will. Und ich glaube, er hat den Schritt in die Bundesliga in sich. Ich glaube, die Flankenqualität kombiniert mit der Defensivqualität und das Ganze bei einer Ablöse, denn die soll es geben, mit einer Klausel von 3 Millionen Euro. Das ist ein Schnapper. Und das ist für mich definitiv ein Upgrade zu Anthony Jung. Ich glaube, er ist auch jemand, der als Kandidat gehandelt wird oder so ein Wunschspieler von vielen Schalkern ist, die ja klare Aufstiegsambitionen haben. Also da taucht der Name Vitek ab und zu auch mal auf. Also definitiv jemand, der beim einen oder anderen Club, glaube ich, auf der Agenda stehen sollte. Ich habe tatsächlich auch über denselben Spieler nachgedacht. Was mich davon ein bisschen abgehalten hat, damit zu gehen, ist einzig und allein die Körpergröße gewesen. Ist nicht so groß, oder? Nee, er ist nicht so groß. Das ist absolut richtig. Deswegen habe ich ja nochmal gesagt, er ist robust für seine Größe. Aber er ist nicht der Allergrößte. Vitek außerdem ganz gute Standards. Ne? Das ist auch eine Qualität, die er mitbringt. Und ich glaube halt einfach, es wird sich ja nichts daran ändern, dass Mitchell Weiser der hauptsächliche Offensivgenerator ist von den Flügelpositionen. Ja. Aber einfach links jemanden zu haben, dessen Flanken tatsächlich für Gefahr sorgen können bei Anthony Jungs Flanken. Und ey, jeder weiß, Anthony Jung kommt aus Wiesbaden. Ich habe demnach Connection zu, also ich stehe ihm offen gegenüber. Aber ich glaube, das wäre ein Upgrade. Und Maximilian Wittek ist mein erster Neuzugang für nur 3 Millionen Euro aus der Eredivisie. Also ich kann schon mal sagen, dasselbe Preisschild habe ich auf meinen auch draufgepackt. Mhm. 3 Millionen Euro. Ich habe auch geschaut, also ich glaube, die Aufgabenverteilung Jung-Weiser ist auch ein Produkt dessen gewesen, dass Jung auch Limits hatte in dem, was er konnte, offensiv. Und man muss aber auch, glaube ich, ein bisschen ein Gegengewicht zu Weiser geben. Du brauchst ein Gegengewicht. Bisschen also zumindest. 100% brauchst du. Und danach habe ich auch geschaut. Ich habe aber auch geschaut, mir war wichtig, dass weiterhin jemand auf der linken Seite spielt, der ein bisschen anderes körperliches Profil hat, der größer ist, der ein bisschen mehr Kopfballstärke mitbringt. Und habe da jemanden gefunden, der in Frankreich spielt. Genau ein Jahr in der Ligue 1 gespielt hat, bei Clermont, 26 Jahre alt ist und auf den Namen Neto Borges hört. Oha, okay. Den packe ich schon mal hier hin. Ja, erzähl mir was. Neto Borges ist 1,85 groß, spielt bei Clermont auch in einem Wingback-System, also spielt genau die Position, die er auch spielen würde bei Werder Bremen. Hat in der abgelaufenen Saison sogar zweimal in der Innenverteidigung ausgeholfen, weil er eben einfach körperlich ein gutes Profil hat. Ja. Und hat 61% seiner Kopfballduelle gewonnen. Das ist Top 12% für Außenverteidiger in Top 5 Ligen Europas und ist sogar einen kleinen Tick besser als die Gewinnquote von Anthony Jung auf derselben Position. Er hat im Gegensatz zu Jung, obwohl er 1,85 groß ist, eine ganz andere Dynamik und auch ganz andere technische Qualitäten, die definitiv dafür sorgen würden, dass er offensiv einfach ein bisschen mehr Gefahr liefern würde, ein bisschen mehr Mehrwert bringen würde, als es bei Anthony Jung der Fall gewesen ist. Ist tatsächlich besonders stark in Dribbling-Situationen 1-gegen-1-Situation, gehört bei versuchten und bei erfolgreichen 1-gegen-1-Situationen zu den obersten 13 respektive 10% für Außenverteidiger in den Top 5 Ligen. Ja. Also hat er echt gute Statistiken. Und ich habe da auch eine Szene mitgebracht, wo er in einer zentraleren Position angespielt wird, in der eigenen Hälfte, kriegt den Ball, nimmt den Ball mit und dann sehen wir einmal hier im Einsatz seinen Körper, seine Körperlichkeit, setzt sich in einem Schulter-gegen-Schulter-Duell gegen seinen ersten Gegenspieler durch, kann den abdrängen und sich behaupten und aufgrund der Tatsache, dass er schnell ist, große Schritte hat, kommt er vor dem zweiten dazu einen Gegenspieler an den Ball, kann auch an dem den Ball vorbeilegen, läuft außenrum durch und legt dann mit einem Außenrisspass auf den Mann neben sich weiter. Das heißt, er hat aus sich selbst heraus im Prinzip da 20, 25 Meter progressiv fürs Spiel nach vorne getragen. Und das siehst du bei ihm ganz oft, dass er den Ball kriegt und dann wirklich mit Ball, mit Dynamik auch die Außenlinie runtergeht und wirklich Meter Raumgewinn für seine Mannschaft erzielt. Ich würde Neto Borges insgesamt als einen sehr runden Spieler bezeichnen, der die meisten Dinge ordentlich bis gut kann. Okay, nicht übergewichtig. Nee. Ich weiß ja nicht. Ja. Das nicht. Hier ist auch nochmal von FBref ein schöner Kuchen, so ein Radar, der so in die einzelnen Segmente zeigt, wie er da eben im Vergleich
mit Kollegen auf seiner Position abschneidet. Also einmal Angriff, Ballbesitz und Verteidigung. Und man sieht so, da wo der Radar ausschlägt, dass er in vielen Bereichen ordentlich bis gut ist und einfach dir in allen Phasen des Spiels einen Mehrwert liefert. Dann liefert er was, wenn er verteidigen muss. Er liefert dir Gefahr vorm Tor, hat glaube ich auch 3 Tore gemacht. Und er liefert auch selber, wenn er den Ball hat, zum Beispiel außen in 1-gegen-1-Situation einfach ein gutes Element. Mhm. Was spricht gegen den Wechsel? Gegen den Wechsel spricht, dass er eben erst ein Jahr bei Clermont ist. Mhm. Sein Vertrag läuft allerdings nur bis 2024, das ist schon mal gut. Aber er hatte in den letzten 4 Jahren 5 Stationen. Ist viel rumgekommen. Ich wollte gerade fragen, ist der nicht erst letzten Sommer gewechselt oder was? Ne? Ja. Der ist erst seit einem Jahr da. Die haben den, glaube ich, aber ablösefrei geholt aus Portugal. Ist er in Clermont aufgestiegen. Genau, und hat einen relativ steilen Aufstieg hinter sich. Ist auch von dem von dem englischsprachigen französischen Fußballportal Get French Football News ins Ligue 1 Team der Saison gewählt worden für die linke Seite. Okay. Und hat sich echt stark gemacht. Aber was dafür spricht, wie gesagt, ein Jahr Restvertrag. Und ich glaube, auch wenn man so schaut, was es da für Wechsel schon gab, mein Gefühl ist, dass Bundesliga von vielen Spielern immer noch als ein kleines Upgrade gelesen wird zur Ligue 1. Das kann ich mir vorstellen, glaube ich auch. Was für mich auch ist, weil es gab andere Wechsel in der Vergangenheit, zum Beispiel auch ein Skiri, der damals von Montpellier nach Köln gewechselt ist, wo man auch sagen muss, auf dem Papier eigentlich sieht man es nicht so richtig. Ja, ja. Und ich glaube, dass die Bundesliga eine attraktive Adresse ist. Bremen hat einen Bedarf. Wie gesagt, ein Jahr Restvertrag. Und deswegen habe ich hier auch bei einem Marktwert kolportierten von 4 Millionen gesagt, für 3 Millionen ist er vielleicht zu haben. Man weiß auch jetzt, glaube ich, ich habe jetzt mal nur hier in der Live-Recherche kurz geschaut, es gibt keine Gerüchte über eine Vertragsverlängerung zumindest aktuell. Es gibt auch allerdings auch keine Gerüchte um einen potenziellen Abgang. Aber das heißt ja erstmal nichts. Und du hast es schon gesagt, sehr, sehr spannendes Profil. 1,85 Meter ist halt schon eine körperliche Ansage einfach auf der Position. Definitiv, ja. Der hat eine athletische Wucht, die definitiv Werder Bremen gut zu Gesicht stehen würde. Mhm. Dann kommt bei dir also Borges als Linksverteidiger. Und ich glaube, auch das, der bringt mehr Offensiv-Output mit als Anthony Jung und ist trotzdem immer noch ein ordentlicher Gegenpol zu Mittelweise. Wenn es am Ende nicht reichen würde finanziell, ist meine ganz ehrliche Meinung, es ist nicht sexy, es ist langweilig, aber einen ablösefreien Nico Gieselmann nochmal einen Einjahresvertrag zu geben mit +1 Option, Junge, geht auch. Ich dachte gerade, du sagst Nico Schulz. Ich dachte wirklich, du sagst Nico Schulz Alter. Nein, also definitiv nicht. Also da würde ich jedem Fußballclub der Welt empfehlen, die Finger tunlichst von zu lassen. Aber Nico Gieselmann ist ja auch noch vertragslos und der hat bei Union letztes Jahr auch noch im zweistelligen Bereich Spiele gestartet und ein solider Linksverteidiger auf einer Schiene, den kann er dir schon noch geben. Das wäre jetzt noch meine Backup-Option gewesen. Ja, okay. Da du mit deinem Sechser ja sehr zufrieden bist, willst du loslegen? Kann ich machen. Okay. Dann drehen wir mal ein bisschen was um hier. Yes. Bin sehr gespannt jetzt. Ich habe noch einen zweiten. Willst du was Kreatives? Willst du was? Kennen wir den Namen? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht. Den, glaube ich, kennt man nicht. Ich wollte was kochen und ich habe was gekocht. Und das hier ist mein Königstransfer. Der ist teurer, als der Stürmer sein würde. Okay. Ebenfalls 1,85 groß und spielt in seinem Verein, in einem Werder-ähnlichen System. Die spielen entweder 3-5-2 wie Werder oder 3-4-2-1. Und er hat sowohl als tiefer Sechser gespielt, als auch als Box-to-Box-Achter. Also er kann beides, was ja auch schon mal nett ist. Je nachdem, wo du vielleicht auch Ausfälle hast, ist das ein Spieler, den du problemlos eins vorschieben kannst. Weil zum Beispiel Christian Groß ist kein Achter. Nee. Christian Groß kannst du genau auf 2 Positionen parken. Das ist vielleicht noch Innenverteidiger und Sechser. Ja, und dann muss man auch schon so, Innenverteidiger ist so. Muss man so machen, wie du gerade machst. Aber auf die 8 geht auf keinen Fall. Das geht bei dem beides problemlos. Er ist 21 Jahre alt, hat noch Vertrag bis 2025 in Norwegen bei Molde. Molde okay. SK. Und hört aus dem Namen Sivert Mansberg. Ich kenne ihn. Du kennst ihn? Weiß, aber ich sag dir ganz, ich will ganz ehrlich sein, woher. Ist ein FM-Wunderkind. Ja? Ja, ja, ist bei FM wird er zu einem der biestigsten Mittelfeldspieler, die man so haben kann, wenn man ihn richtig entwickelt. Ist so ein richtiges Allround-Paket in dem Spiel nachher. Also, das verstehe ich. Ja. Das verstehe ich absolut. Ja, Sivert Mansberg, anscheinend auch das Gütesiegel von FM schon bekommen. Von Eidos. Er ist super spielintelligent und er ist technisch hoch veranlagt. Also das sieht man vor allem, also auch im progressiven Tragen des Balles, aber vor allem in seinem Passspiel und im progressiven Passspiel, wo er sehr, sehr stark ist und gleichzeitig trotzdem noch mit einer sehr ordentlichen, hohen Genauigkeit in seinem Passspiel arbeitet. Ich habe hier jetzt mal aus dem FBref einen Screener vorbereitet von seinen Passstatistiken, die basieren
auf den Conference League-Einsätzen in der Gruppenphase letzter Saison. Da hat er über 500 Minuten gesammelt. 500 Minuten ist gerade so, dass es reicht, um eine einigermaßen brauchbare Sample-Size zu haben, also ungefähr 5,5 Spiele, aber ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber man sieht hier, er ist eben, was die Genauigkeit angeht, die Menge an Pässen einfach ganz, ganz oben mit dabei. Vor allem die Genauigkeit bei seinen langen Pässen ist bemerkenswert. Er bringt da 6,83 an den Mann von 7,72 Versuchten. Das heißt, er hat eine Erfolgsquote von 88% bei seinen langen Pässen. Das ist Top 1% gewesen für die sogenannten Next Eight Ligen. Also ja, ist Conference League drin, zum Beispiel auch Eredivisie, portugiesische Liga, englische Championship. Spielt auch viele Pässe ins letzte Drittel, gehört dazu in Top 5% und einfach ein fantastischer Fußballer, so ein richtiger, intelligenter Mittelfeldspieler. Auch hier zwei Szenen mitgebracht. Eine Szene, wo er tief angespielt wird. Er geht da, der Pfeil zeigt an, wo er hinläuft, scannt kurz, wo ist mein Mitspieler, wird dort angespielt. Im dritten Bild sehen wir, wie er quasi so ein bisschen den Gegenspieler lockt, darauf wartet, bis der Druck da ist, dann den vertikalen Pass spielt, selber außenrum durchläuft, den Doppelpass kriegt, mit Dynamik hinten rausträgt und dann weiterleitet auf seinen Vordermann. Auch da wieder ein Spieler, der kriegt hinten am eigenen 16er den Ball und macht alleine fast einen Überbrück der 30, 40 Meter nach vorne. Zweites Beispiel, finde ich bemerkenswert, passt es auf den Weg zu ihm, scannt einmal, scannt zweimal. Das ist für mich, das trennt nach wie vor die soliden bis guten Mittelfeldspieler von denen, die wirklich Potenzial nach ganz oben haben, ihre Awareness auf dem Scans Platz. Scans per Minute. Das Scannen, die Scannen, ohne Scheiß, Scannen ist einfach wichtig. Es klingt dämlich, aber dieses sich im Raum orientieren machte er eben sehr, sehr gut. Hier zweimal, bevor er den Ball kriegt und schlägt dann einfach einen grandiosen, langen Pass nach vorne. Im letzten Bild sehen wir den Spieler, der ihn dann eben hat und auch da Raumgewinn einfach erzielt. Simon Mansberg oder Sievert Mansberg ist kein langsamer Spieler, hat eine gute Dynamik, eine gute Athletik, die ihn mit seiner Reichweite von 1,85, relativ lange Beine, auch gut das Zentrum abdecken lässt gegen den Ball. Das sieht man vor allem an seinen Interception-Stats. Da war er sehr, sehr gut, Top 1% in dem Segment bei den Next 8 Ligen. Was er ganz klar verbessern muss, ist der Einsatz seines Körpers. Dafür, dass er 1,85 groß ist, ist er noch relativ zahnlos in der Zweikampfführung teilweise, holt nicht genügend raus in Kopfballduellen, also die Körperlichkeit muss er noch was draufpacken, aber ich glaube, daran kann gearbeitet werden. Ja, also wenn man an irgendwas arbeiten kann, dann am einfachsten häufig den Körper ein bisschen aufzubauen. Aufzubauen und den auch ein bisschen gewinnbringender reinzuwerfen. Die Frage ist, was soll der kosten? Also ist 21 Jahre alt, es gibt schon größere Vereine als Werder Bremen, die an ihm interessiert sein sollen. Das Gute ist, glaube ich, Werder kann eine sehr, sehr klare Spielperspektive bieten, die zum Beispiel bei anderen Vereinen, die vielleicht ein, zwei Regale höher sind, nicht geboten wäre. Norwegen hat zweimal oder aus Norwegen heraus wurden zweimal in der Geschichte des Fußballs Spieler verkauft für mehr als 10 Millionen Euro. Also zweistelligen Millionenbetrag. Der eine war John Obi Mikel mit 19 Jahren, der andere ist Fofana, der jetzt bei Union ausgeliehen ist. Datro, ja. Gestern ein sehr schönes Tor gegen Rapid gemacht. Ja? Oder war es ja da, ne? Ja, ja. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich mir mal anschauen. Da war wirklich, ist ein feiner Fußballer, aber das wusste man vorher, ja. Und deswegen habe ich mal kolportiert, irgendwas zwischen 7 und 9 Millionen Euro, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Ich habe jetzt mal 7 Millionen Euro draufgeschrieben. Ja. Bin aber Überzeugung, er wäre absolut jeden Cent wert. Wenn ich einen Spieler nennen müsste, dem er ähnlich ist, natürlich auf einem ganz anderen Niveau noch, dann Frenkie de Jong. Er hat so ein bisschen Frenkie de Jong-Anlagen und ich glaube, er würde das Spiel aus dem Mittelfeld heraus auf ein ganz anderes Level heben. Ja, interessant, denn ich habe das gesuchte Profil anders interpretiert. Also ich habe auch nach einem jungen Spieler geschaut. Ich wollte, weil mit Wittek ich jemanden habe, der Ende 20 ist und mein Stürmer wird auch niemand sein, der in 5 Jahren mehr wert ist, als er es heute ist. Geht bei mir genauso. Bei meinem Sechser allerdings wollte ich das gerne haben. Ich wollte einen Spieler, der aber trotzdem Bundesliga-Erfahrung hat. Und ich habe nach jemandem geschaut, der weniger eigentlich im Spielaufbau beteiligt sein soll, sondern ein defensiver Stabilisator sein kann und ein Zuarbeiter für einen hoffentlich fitten Naby Keita. Dabei bin ich, ich habe so ein bisschen die Parameter eingegeben und bin bei einem Spieler rausgekommen, den ich sehr gerne mag, den wir alle kennen, der deutscher U21-Nationalspieler ist, der in der abgelaufenen Saison seinen Stammplatz wegen eines Trainerwechsels verloren hat und der under the radar überragende Defensivstatistiken hat. Und der Name ist Angelo Stiller. Angelo Stiller ist in der letzten Saison, nur mal zum Vergleich, ne, von 1.700 Minuten unter Hoeneß auf unter 700 unter Matarazzo gefallen.
ist jemand, der im Transfer ganz klar offen gegenübersteht. Überraschenderweise gibt es Gerüchte zu Stuttgart, wieder mal zu Sebastian Hoeneß, der Mann, der ihn bei Bayern hatte, der ihn bei Hoffenheim hatte und der ihn eventuell jetzt zum VfB Stuttgart holen will. Er ist mit seinem 1,83 Meter überragend kopfballstark, trotz dieser Größe 91% gewonnene Kopfballduelle in der abgelaufenen Saison. Wie gesagt, die Sample-Size letzte Saison eben nicht ganz so groß. Zweikämpfe 95%, also 3,32 gehört damit zu den Top 5% nicht gewonnen, muss man richtig einordnen. Und auch die Kopfbälle nicht 91% gewonnen, sondern gehört zu den Top 9%. Ja, ja. So, müssen wir richtig einordnen. Das zieht sich durch bei den Defensivstatistiken. Die Statistiken defensiv abgefangene Bälle, abgelaufene Bälle, Dribblers tackled, sind in der Bundesliga nur mit einem einzigen Spieler vergleichbar in der abgelaufenen Saison, das ist Elias Giri. Seine Passqualität ist da, ist ein guter Passspieler, ist aber niemand, der deine Passmaschinerie als Frankie de Jong light am Laufen hält. Da ein bisschen überraschend und das würde ich mit Vorsicht genießen, nochmal, weil die Sample-Size der abgelaufenen Saison nicht so groß war. Torerzeugende Aktionen und abschlusserzeugende Aktionen oder torschusserzeugende Aktionen überall in den Top 15% und sogar Top 6%. Da aber nochmal, das ist nicht seine Kernaufgabe. Die sieht man dann wirklich in den Pro 90 Stats, wenn es in die Defensive geht. Also 3,32 Zweikämpfe. Gewonnene Zweikämpfe ist er in den Top 21%. Gewonnene Zweikämpfe im defensiven Drittel Top 18%. Top 5% im Mittelfeld, Top 4% im letzten Drittel. Also auch jemand, der tatsächlich im Gegenpressing brauchbar ist. Top 1% bei abgefangenen Dribblings und Dribblers tackled. Und so geht's durch. Blocks, geblockte Pässe, abgefangene Bälle, angelaufene und abgefangene Pässe. Ein Mann, der vor allem seine Qualität in der Defensive hat. Bei mir basiert es darauf, dass das hier bei Navigator nicht so lange da ist. Denn die Idee ist, mein Profil war, ich möchte jemanden, der ihn unterstützen kann, der dafür sorgen kann, dass Navigator wirklich Box-to-Box roamen kann und ein bisschen Action machen kann. Und bin da bei Angelo Stiller rausgekommen. Das Interessante bei ihm ist aktuell 6 bis 8 Millionen Euro. Und ich glaube, dass das ein Spieler ist mit 22 Jahren, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Also ich kann ganz offen sagen, ich halte super viel von dem Kerl. Ja, ich glaube, ich halte mega viel von dem und ich finde sogar fast, dass du ihn fußballerisch fast unter Wert verkauft hast. Ja, willst du ein bisschen? Okay, da freue ich mich Denn ich finde, er kann auch mit Ball einem Team was geben. Und also ich würde ihn nicht reduzieren wollen auf hast du ja auch nicht gemacht, aber ich würde nicht reduzieren wollen auf jemanden, der staubsaugt und abräumt. Ich finde wirklich, dass Stiller auch eine fußballerische Komponente hat, die nicht unterschätzt werden sollte. Und man muss halt auch sagen, dass bei Hoffenheim sein Aufgabenprofil gerade in der abgelaufenen Saison wirklich undankbar auch war. Da wurde er wirklich zur Sau gemacht. Also im Sinne von, er musste so viel ackern. Wenn er und ich finde sogar, dass auch er jemand ist, der dir notnagelmäßig noch eine Reihe weiter vorne aushelfen kann, wenn es denn unbedingt sein muss. Auf jeden Fall, er hat auch schon 8 gespielt. Im defensiveren Setup zum Beispiel. Ja. Also wäre ein spannender Spieler. Und wie gesagt, er ist jetzt zu haben aktuell. Und ich bin der Meinung, dass das ein Spieler ist, wo, wenn man jetzt nicht drauf geht, könnte es einige Vereine geben, die sich ärgern, weil das ist ein Spieler, wo ich mir absolut vorstellen kann, dass er eben in 5 Jahren nicht für 5 Millionen über den Tisch geht, sondern für dreifache, vierfache. Also definitiv hat er das Potenzial, in einen sehr, sehr ordentlichen Bundesligaspieler sich reinzuentwickeln, der Werder Bremen gut zu Gesicht stehen würde. Würde ich komplett unterschreiben. Ist ja ganz interessant, wenn man so schaut, was er noch so, mit welchen Spielern in der Bundesliga er so eine abgelaufene Saison Vergleichswerte hat, ist einer, der auftaucht, Erik Martell. Ein anderer ist Anthony Lozilla. Das ist ja nun durchaus auch ordentliche Gesellschaft, in der er sich da befindet. Und wie gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er aktuell mit einem Wechsel kokettiert. Ich glaube, ich weiß halt nur nicht, ob, wenn der VfB Stuttgart und Papa Sebastian Hoeneß anrufen, ob er dann nicht dem Ruf folgt. Ob du dann nicht sagst, ich gehe dahin, was sich am ehesten für mich nach Wohlfühloase anfühlt, wo ich denke, da habe ich realistische und gute Chancen zu spielen. Dabei wäre er auch, aber klar, der Pull von Hoeneß, der quasi seine Art sportlicher Ziehvater ist, könnte ich absolut nachvollziehen. Ich habe gerade noch mal, um deinen Case nochmal zu untermauern, die Statistiken aus der Saison vorher aufgerufen, wo er unter Sebastian Hoeneß ja auch eine offensivere Rolle gespielt hat. Raumgewinnende Pässe, Top 13% in den Top 5 liegen. Also Progressive Passes, abgeschlossene Pässe, Top 20%, 82% Passquote. Alles runtergegangen in der abgelaufenen Saison. Dafür Defensivwerte hochgegangen. Ja. Also das Gesamtprofil Angelo Stiller gefällt mir für Werder Bremen sehr, sehr gut. Ich mag den Spieler sehr, sehr gerne. So, gehen wir uns eingemacht, ne? Okay. Mir ist egal, wer anfängt. Das ist mir vollkommen Wurst. Hat dein Stürmer Bundesliga-Erfahrung? Nein. Hat er schon mal international gespielt?
Ja. Das ist auch eine fiese Frage, wenn man das nicht. Also im Sinne von europäischer Wettbewerbe, ja. Ja, ja, ja. Okay. Der hat Champions League gespielt. Hast du dich klar am Profil Füllkrug orientiert? 100%. Okay, ich auch. Wer soll zuerst? Mir ist es egal. Ich kann anfangen. Komm, okay. Ich mach gerade. Ja, ich habe mich am Profil Füllkrug orientiert und ich glaube, da muss eine Sache direkt zu Beginn klargestellt werden. Denn Füllkrug hat aufgrund der Tatsache, dass er 16 Tore gemacht hat, damit auch geteilt mit Nkunku Torschützenkönig war. Es sollte nicht der falsche Eindruck entstehen, dass Niklas Füllkrug irgendwie ein reiner Strafraumverwerter ist, ein Knipser in der Box. Füllkrug ist viel mehr als das. Er gehörte zu den obersten 7% für Stürmer in Europa, was Ballkontakte pro 90 Minuten angeht. Er war unheimlich involviert in das Spiel von Werder Bremen, vor allem im mittleren Segment. Vor allem da sehr, sehr aktiv gewesen. Alles gut? Ich bin saudumm. Ich wollte Füllkrugs FBRF-Profil aufsuchen und habe währenddessen darüber nachgedacht, dass er ja so eine, einen Zielspieler auch bei Bremen gegeben hat und habe dann in der Suchleiste Zielspieler eingegeben. Ja. Genau, also, aber er ist ein Fixpunkt gewesen, im Spiel involviert. Also er ist keiner, der nur am Ende der Verwertungskette steht. Er ist massiv eingebaut gewesen in die Art und Weise, wie Werder Bremen in der Offensive spielen wollte. Und genau so jemanden habe ich gesucht, der das auch kann. Ich habe einen Spieler gesucht, der ebenfalls gerne sich mal fallen lässt, der gerne mit dem Rücken zum Tor angespielt wird und da seine Qualitäten hat und auch für die Mannschaft was kreieren kann, über das reine Tore-Schießen hinaus. Er ist 28 Jahre alt, hat noch Vertrag bis 2024 und wird bereits heftig umworben, unter anderem von Trabzonspor und von Celta Vigo. Und hört auf den Namen Bruno Petkovic. Aha, interessant. Ein Spieler nach dem Gusto von Nico Heimer, denn er ist 1,93 ja. groß. Ich habe mir gestern auch angeschaut. Er ist schon, ich glaube, der wird teuer, aber ja. Also, vielleicht gibt es ja auch Klauseln, ich weiß es nicht. Ich hatte nur gestern für mich gedacht, könnte fast teuer sein, aber ja. Also was ich gelesen habe und ist so, dass bei Bezug auf Celta Vigo ging es so um 5 bis 6 Millionen Euro. Okay. Und ja. Ich habe 5 Millionen draufgepackt. Er wird auch dieses Jahr schon 29 Jahre alt, spielt das schon eine ganze Weile in Zagreb. Das heißt, ich glaube, das Alter und die Tatsache, dass er noch, also früher mal, Serie A ein bisschen reingeschnuppert, aber in den letzten Jahren wenig Top-Ligen-Erfahrung gesammelt hat, dürfte den Preis ein bisschen drücken. Petkovic hat in der kroatischen Liga 10 Tore gemacht und 6 Tore vorbereitet, hat aber auch in 6 Champions-League-Einsätzen 1 Tor gemacht und 2 Assists geliefert. Noch dazu auffällig geworden für die kroatische Nationalmannschaft, weil er bei der WM im Viertelfinale gegen Brasilien den Ausgleich gemacht hat in der Verlängerung. War das da? Ja, das. Auf jeden Fall den Ausgleich gemacht zum 1-2-1, ich meine in der Verlängerung. Und jetzt auch im Nations League Halbfinale gegen die Niederlande auch getroffen hat. 1,93 groß, hat wie Füllkrug im abgelaufenen Kalenderjahr 4 Tore per Kopf gemacht. Was die beiden aber vor allem verbindet, ist ihre Art, die Position des Stürmers zu spielen. Ich habe hier beide Passprofile von den Jungs mal mitgebracht. Die Petkovic-Zahlen basieren natürlich heftig oder ich glaube ausschließlich fast auf seinen Champions-League-Einsätzen. Ja. Also auch wirklich auf hohem Niveau, weil da ging es unter anderem gegen Milan und gegen Chelsea. Ein bisschen kleinere Sample-Size muss man auch dazu sagen, aber das ist halt richtig. Da müssen wir arbeiten. Aber wenn man einfach mal schaut, links Petkovic, rechts Füllkrug, oder andersrum, links Füllkrug, rechts Petkovic, so rum, nahezu identisch in ganz vielen Bereichen. Die ähneln sich massiv in ihrem Passvolumen, in der Art und Weise, wie sie die Pässe spielen. Pässe ins letzte Drittel, Progressive Passes, also sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Alleine die Menge an versuchten Pässen. Bei Füllkrug sind es 33,75 gewesen im Schnitt pro 90 Minuten, bei Petkovic 36,18. Er ist eine Bedrohung bei hohen Bällen. Auch das ist ja wichtig, dass du diese Körperlichkeit, die Füllkrug mitbringt oder mitgebracht hat, in dem Fall wieder auffängst. Ich würde sogar sagen, er ist mit dem Rücken zum Tor und im Kombinationsspiel sogar noch besser als Füllkrug. Mhm. Er ist ein besserer Wandspieler als Füllkrug, besser im Kombinationsspiel. Man muss mal dazu sagen, dass der Typ ein absoluter Schrank ist. Das ist ein Schrank. Der wiegt fast 90 Kilo. Das ist ein solcher Bär. Das ist ein Bär von einem Mann, aber eben auch ein sehr, sehr guter Fußballer. Heute neumodisch würde man sagen, hier Relationist-mäßig unterwegs, also so ein bisschen dieses Karim Benzema, Rücken zum Tor, Bälle weiterleiten für Mitspieler, macht er sehr, sehr gut. Und auch dafür 2 Szenen, die ich mitgebracht habe, wo man sieht, er klebt im ersten Spiel gegen Hajduk Split nicht an der letzten Linie und lauert irgendwie auf eine passende Tiefe, sondern lässt sich fallen, kriegt einen Pass. Der Spieler, der ihn angespielt hat, geht selber tief und wird dann von Petkovic in Szene gesetzt, hat eine vielversprechende Abschlusssituation, setzt den Ball daneben. Sein Assist gegen Milan war herausragend. Ich glaube, es ist Orsic, der außen den Ball hat. Petkovic kommt ihm entgegen im Strafraum, wird angespielt, macht den Ball fest, mit seinem Körper schirmt er ihn ab, ist von 3 oder 4 Milan-Spielern umringt. Orsic umläuft ihn und Petkovic steckt mit dem Außenriss durch ins Zentrum, Schuss ins lange Eck,
Tor. Ist ein fantastischer Fußballer. Er würde nicht das Scoring-Output so ersetzen können, wie es Füllkrug gemacht hat, im Sinne von Tore schießen. Ich glaube nicht, dass Petkovic jemand ist, der in die Bundesliga kommt und 15, 16 Tore macht. Daran glaube ich nicht. Aber mit seinen Fähigkeiten als Vorbereiter glaube ich, dass es ein Spieler sein könnte, der dir gesamt Tore und Vorlagen irgendwas zwischen 13 und 15 Scorerpunkte liefert. Und das ist für einen Verein wie Werder Bremen absolut ausreichend, das ist gutes Level, da kannst du nicht meckern. Vor allem, wenn du auch, wenn du überlegst, dass du ein Drittel des Geldes quasi investierst, was du für Füllkrug bekommst. Genau, und aber sich vielleicht im Idealfall des Outputs ersetzt. Auf anderen Positionen stärker. Ja. Und ich finde ihn super spannend, er funktioniert am besten in einem Setup in der Doppelspitze, das sei bei Werder Bremen gegeben. 5 bis 6 Millionen ist das Preisschild, ich mache mal optimistisch 5 Millionen draus. Wie gesagt, Vigo soll dran sein und auch Trabzonspor wohl sehr interessiert, also es könnte jetzt schon zeitlich eng werden. Aber ich finde, Bruno Petkovic wäre rein vom Profil her ein super cleverer Ersatz für Niklas Füllkrug. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch, wie du sagst, ein Spieler, den ich auch einfach gerne in der Liga sehen würde. Ich habe, lustig, ich habe mich nämlich genau quasi andere Richtung entschieden. Ich wollte vor allem den Torinstinkt und die Abschlussfähigkeit auch ersetzen. Hab dann nach einem Spieler geschaut, der aber trotzdem eben in der Lage ist, seine Mitspieler einzusetzen und für seine Mitspieler so ein bisschen ein Wandspieler zu sein. Mein Spieler hat das in der abgelaufenen Saison das erste Mal so richtig gemacht. Deshalb ist ein Mittelstürmer, ist ein ganz klassischer Mittelstürmer, aber war die längste Zeit seiner Karriere ein klassischer Abschlussstürmer. Modest? Bitte? Modest? Ey, ich hatte ihn auf dem Zettel, aber ich habe ihn nicht genommen. Ich hätte aber, ich wollte ihn hier erwähnen. Ich wollte sagen, Modest wäre für mich übrigens noch ein Name, den man holen, den man als Backup haben könnte. Ein Gamble? Ja? Also als Backup würde ich, ja, ich würde ihn holen als Backup. Es ist nicht, es ist trotzdem ein Bundesliga-erfahrener Spieler. Alle drei haben Bundesliga-Erfahrung. In der Vergangenheit war seine allergrößte Problematik die Verletzungsanfälligkeit. Und die hat er aber in den letzten beiden Saisons, hat er kein Spiel verpasst. Er hat in der Türkei gespielt und in Italien. In der ersten Liga der Türkei, in der Serie B in Italien. Und da könnte es jetzt langsam klingeln, der Mann ist Finne und hört auf den Namen Joel Poyampalo. Poyampalo. Und jetzt let me speak, Alter, weil Poyampalo Statistiken, also erstmal in der Serie B in der abgelaufenen Saison, wie gesagt, zum ersten Mal als jemand, der auch vermehrt für seine Mitspieler agieren soll, mit 19 Toren und 6 Vorlagen. Das, okay, krass, das, weil Poyampalo ist für mich so der Inbegriff von einem Poacher eigentlich so, gewesen. Er hat nämlich, deswegen habe ich auch gerade das in der Einleitung gesagt, er hat das erste Mal gespielt. Ich bin mir nicht sicher, wie übertragbar das ist auf die Bundesliga. Aber die Trefferquote von Joel Poyampalo ist absolut unglaublich. Der hat in der Bundesliga für Union gespielt, für Leverkusen, in der zweiten Bundesliga für den HSV gespielt. Schätz mal in der Bundesliga, wie viele Minuten er ein Tor macht. So was ist immer auch schwer einzuschätzen. Ist super schwer. Du wirst auch daneben liegen. Alle 110 Minuten. Alle 89 Minuten. Also der macht ein Tor pro Spiel in der Bundesliga. Also es ist wirklich krass. Hat er nicht auch mal so, wie so diese Momente gab, wo der so als Einwechselspieler einen Viererpack gemacht hat? Solche Sachen hat er gemacht, ja. Es ist ein unglaublicher Go-Getter. Also ich habe es mir mal genauer aufgeschrieben. Die Bundesliga-Werte sind eigentlich bärenstark. Er hat nämlich, wie gesagt, in 42 Einsätzen fast alle von der Bank 13 Tore gemacht. Aber das Ganze halt in nur 1100 Minuten. Alle 89 Minuten ein Tor in der Bundesliga. Als er bei Leverkusen war, in einer guten Mannschaft, die damals auch viel über die Flügel gespielt hat, hat er 11 Tore gemacht und im Schnitt alle 30 Minuten getroffen. Das ist ein unglaublicher Goalgetter im richtigen Setup. Verletzungsanfälligkeit ist der einzige Grund, warum er auch bei Union nicht geblieben ist. Mhm. Denn man muss es auch sagen, bei Union sein Output auch sehr gut gewesen. Leider dann viel verletzt gewesen und da dann deshalb auch nicht den Absprung geschafft. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum man in den letzten Jahren eben die Ochsentour gehen musste über die Serie B und über die Türkei. Du kriegst ihn halt für knapp 3 Millionen Euro. Das ist seine Klausel. Er kann für 3 Millionen Euro den Verein verlassen. Das ist halt super, super günstig. Und ich glaube, du kannst, wenn es sich durchzieht, wenn der Junge jetzt wirklich fit bleibt, ist es für mich unumstritten, dass es ein Go-Getter auf Bundesliga-Level ist. Das ist für mich keine Diskussion. Werder-Fans müssen ihn auch gut kennen, denn er hat am 24. April 2021 für Union einen Hattrick gegen Bremen gemacht. Ja, oder einen Dreierpack zumindest. Sein einziger Mehrfachtreffer für Union, glaube ich. Ne? Sonst hat er immer nur eins gemacht. Kann sein, ja. Und Poyampalo ist halt für mich so ein, es geht halt eine Komponente flöten. Und das ist eben schon die, wie sehr kann der Junge mitspielen? In der abgelaufenen Saison hatte er, ich glaube, 28 Touches, wenn es um Pässe geht im Spiel. Du hattest gerade gesagt, bei Füllkrug waren es über 30. Progressive Passes, nicht so einfach für ihn rauszufinden, weil Serie B wird von FBref zum Beispiel so nicht erfasst. Aber Joel Poyampalo für 3 Millionen Euro, ein Spieler, der im Schnitt alle 89 Minuten seiner Bundesliga-Karriere getroffen hat und der sein ganz großes Minus, die Verletzungsanfälligkeit, scheinbar abgelegt hat, ist einfach ein Gamble, den ich eingehen würde.
Und ich finde, Werder Bremen und Finnen sind irgendwie auch traditionell eigentlich ein ganz guter Fit gewesen. Wen hatten sie da so? Niklas Moisern da. Oh, stimmt, ja. Hatten die nicht auch, wie hieß der noch, Petri Pasanen? Stimmt, ja, war also, der Finne, ja. Klingt finnisch auf also jeden Fall. Also Pasanen würde ich sagen, war auch ein Finne. Ja. Also für mich ist so generell Skandinavien und Werder ist für mich eine gute Connection. Die habe ich immer positiv besetzt abgespeichert. Ja, ich würde auch einfach bei, also erstmal muss man noch sagen, Prempalo ist ein überragender Typ. Ein absolut überragender Kerl. Fantastisch, ja. Die würden ihn lieben. Ja. Also er war beim HSV, aber die würden ihn schnell trotzdem lieben. Die würden ihn lieben. Übrigens beim HSV ja auch, ich glaube, in 10 Starttreffeinsätzen 9 Tore gemacht. Die Trefferquote ist absurd, aber du guckst halt immer auf jede einzelne Saison, guckst du drauf, bis eben jetzt zu Rizespor und Venezia, guckst du drauf und siehst, oh, der ist brutal on fire, oh, er ist verletzt für die halbe Saison. Das ist halt die ganz große Frage, kann er fit bleiben? Für mich, Joel Poyampalo, ich würde es versuchen, denn nochmal, jemand, der in der Bundesliga es schon gezeigt hat, ist ein Risiko, das in meinen Augen überschaubar ist für den Preis. Ja. Also ich glaube, die Jungs, die du geholt hast, sind näher dran an der Realität, alleine schon. Aber deine sind weil Frank Baumann, die spannenderen Spieler. Also Frank Baumann fischt ja auch gerne mal in Bundesliga-Gewässern oder Leuten, die schon mal dort gespielt haben. Das ist ja auch so ein bisschen sein Metier. Ich bin auch am oberen Ende der Budgetgrenze dafür. Also ich habe mich wirklich gestreckt an den Grenzbereich dessen, wo ich gut und gerne auch zugestehen würde, vielleicht sind nur 2 von 3 von denen realistisch, budgettechnisch. Und dann musst du auf einer Position. Wen würdest du nehmen dann, wenn du nur 2 hättest? Wenn ich 2 nehmen kann, dann nehme ich Petkovic und Mannzwerg. Und da musst du auf links. Ich finde es so gut, dass er Mannzwerg heißt. Ja. Also quasi Christoph Kröger. Das war rausgeschnitten. Schwierig. Damit kämen wir uns raus, glaube ich. Das war unser Shopping-Guide für Werder Bremen. Ich finde, wir haben eine gute Lösung gefunden. Und wir sind sehr gespannt, was Frank Baumann noch machen wird, denn er wird noch was machen, das ist vollkommen klar. Wir werden es weiter beobachten. Und ihr habt dieses Video hoffentlich bis zum Ende beobachtet. Könnt jetzt diesen Kanal noch abonnieren, falls das noch nicht passiert ist. So. Und wir sagen ciao. Tschö, macht's gut.